Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Wir haben eine neue Player Moments Karte mit Sergio Ramos von Real Madrid, denn dieser hat nämlich im Jahre 2008, 2009 gegen Mallorca ein Volley-Tor geschossen. Ja, wer erinnert sich nicht an dieses legendäre Spiel, wo er das Tor gemacht hat und aufgrund seiner damaligen Position, das war der als Rechtsverteidiger und es passt ja auch ganz gut zu den zu dem Shapeshifters-Event, dass er jetzt so eine Karte erhält. Und ja, das wird vielleicht den Markt wieder ein bisschen anheben. Ich hoffe es doch, denn der ist ja in letzter Zeit ja katastrophal. Und wir schauen uns die SPC an. Die wird euch im Schnitt 450.000 Coins kosten. Kann ein bisschen schwanken. Es ist immer marktabhängig. Deswegen kalkuliert das. Ich hatte das jetzt in der letzten SPC. Kalkuliert das nicht zu eng. Ja, also wenn ihr irgendwie eine SBC habt mit 200.000 und ihr habt nur genau 200.000, dann ja, guckt nochmal nach, dass ihr auf jeden Fall diese SBC abschließen könnt und nicht nachher euch das noch an ein, zwei Spieler ja, irgendwie mangelt. So, wir gehen aber rein, wir schauen uns erstmal die Karte an und ja, die sieht ziemlich genial aus. Also ist auch eine Karte, die man dann auch durchspielt. Muss man Bock drauf haben, von den Stats kann ich da auch jetzt, ja, das ist einfach 11,99 Meter, also es sieht halt wirklich richtig gut aus. Ich würde ihn gerne ausprobieren, vielleicht, ja, vielleicht hat ja jemand noch ein Piqué gemacht, ein Screen Piqué, ist jetzt auch nicht die beste Wahl, aber es gibt einige Optionen. Ich habe leider, ja, den, was heißt leider, ich habe einen Totti gezogen und deswegen ist er für mich, ich bin da sehr gut besetzt, Pisscheck noch und, ja. Was soll ich da machen? und der sieht ja richtig gut aus. Also von den Stats her, da gibt man sehr wahrscheinlich noch einen Anker drauf. Und das probiere ich jetzt auch nochmal schnell bei Footbin. Und dann ist es tatsächlich ein 97er Innenverteidiger. Also wer gerne auch noch in-game ein bisschen umstellt und ihn vielleicht auch in die, in die Innenverteidigung stellen möchte, was eine gute Option ist, bekommt hier einen 97er Verteidiger. Also einen Innenverteidiger. Und das ist richtig gut. Holy moly. So, wir gehen jetzt aber zu der SBC rein. Viel mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Hat halt 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, eine ordentliche, angemessene Größe. Ja, auch für einen Rechtsverteidiger finde ich die, die Arbeitsraten auch ja, sehr gelungen eigentlich. Hoch, mittel. Ja, was heißt gelungen? Also ich spiele damit ganz gerne. Der ein oder andere, der möchte ganz gerne irgendwie mittel hoch oder irgendwas anderes haben, dass es ein bisschen defensiver ist. Für mich schickt das so. Und ich spiele damit gerne. Und wir gehen jetzt mal in die SBCs rein. Da haben wir nämlich 3 an der Zahl. Wir haben auch einige Bedingungen dafür, die wir zu erledigen haben. Deswegen ist auch nicht ganz günstig. 450.000 Coins müsst ihr dafür aufbringen. Aber dafür müsst ihr keine Loyalität beachten. Ihr müsst keinen Positionswechsel machen. Und das Ganze könnt ihr natürlich 1:1 einfach nachkaufen. So, dann gehen wir aber mal rein. Erst die Bedingung. Real Madrid, da brauchen wir einen Spieler. Team of the Week brauchen wir einen Spieler. Hier haben wir Fernando Reges. Oder, ja, Reges. Und den nehmen wir uns mit. Wir brauchen eine Teamgesamtbewertung von 86, das ist klar. Teamchemie 70 und Anzahl der Spieler. Natürlich, da brauchen wir 11. Und dann machen wir es, dann gehen wir eher einmal durch, wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich stillschweigend durch die Spieler hindurch und ja, wie auch immer, ihr habt es verstanden und könnt euch die Spieler dann vom Transfermarkt fischen, snipen, wie auch immer. Diese SBC hat kein Ablaufdatum, ich gehe davon aus, dass die dann halt auch ja, bis zu Ende FIFA 20 gültig ist und ja, let's go. Aber Griezmann, da könnt ihr einfach den ganz normalen nehmen. Ich habe hier irgendwie den Champions League selten, weil ich den schon im Team habe und der hat einen Positionswechsel auf dem ZDM und deswegen komme ich dann nicht auf die Chemie. Das ist halt einfach nur für euch einfach besser wegen der Übersicht. So, und dann gehen wir auch ins nächste Team. Da ist er, glaube ich, nämlich auch drin. Ja, was habe ich noch vergessen zu sagen? Wir bekommen hier auch ein Pack zurück und zwar ist das ein Pack im Wert von 25.000 Coins.
In der zweiten SPC, da haben wir ein Pack im Wert von 30.000 Coins. Und auch hier bekommen wir nochmal ein Megapack im Wert von 35.000 Coins. Also insgesamt 90.000 Coins, die quasi im Pack sind und auch alle tradable. Also wer hier bei diesem grandiosen Shapeshift das Event sein Glück mal versuchen möchte noch, der nimmt es natürlich so einfach mit. Aufgrund ja, dieser Packs macht man diese SPC wahrscheinlich nicht, aber die nimmt man dann halt mit. Solltet ihr aber jetzt nicht mit irgendwie mit in den Preis mit einberechnen. So, und dann gehen wir in die zweite SPC. Auch hier benötigen wir einen Spieler aus der La Liga Santander. Eine Teamgesamtbewertung von 87, eine Teamchemie von 65 und Anzahl der Spieler, na klar, da benötigen wir 11. Auch hier gehen wir einmal fix durch. Und das soll es auch gewesen sein. Und dann holen wir unser Pack ab. 30.000 hat das quasi ein Packwert. Und dann gehen wir zur letzten SPC. Auch hier benötigen wir einen spanischen Spieler. Eine Teamgesamtbewertung von 87, eine Teamchemie von 60 und klar wieder 11 Spieler. Und auch hier nochmal, let's go. So, und damit hätten wir es auch geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr unterstützen. Falls ihr es auch noch nicht getan habt, auch gerne kostenfrei abonnieren. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank dafür. Und ja, in diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Tschüss!